Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einem neuen Video. Was machen wir heute, Manu? Ach, keine Ahnung, mir ist arschkalt hier unten. Das ist voller Einsatz. Oben ist die Hütte voll und wir geben hier unten weiter Gas. Wir haben uns nämlich gedacht, heute ist Montag und Samstag ist was Neues rausgekommen. Jo. Bei Age of Sigmar und wie bei uns beiden das hier so ist, wir beschäftigen uns ja meistens so ein bisschen mit den AOS-Content und wollen ja ein bisschen die Sachen unter die Lupe nehmen, die jetzt neu rausgekommen sind, was AOS betrifft. Neu rausgekommen ist nämlich die neue Box. Box mit Flesh Eater und Skaven. Königreich der Leichen. Jawohl, Königreich der Leichen. Und wir wollen dazu uns einfach mal die beiden neuen Fraktionen, die jetzt ein eigenes Battleturm bekommen haben, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Weiß nicht, ob ihr unser erstes Review schon gesehen habt zu den Goblins, zu Gloomsberg Gibbs. Bei uns ist es nicht so wichtig, hier ein bisschen durchzublättern und so weiter, die Stories und die War Scrolls anzugucken. Das könnt ihr alle selber, das kann man schon überall selber nachlesen, sondern wir wollen ein bisschen mehr auf die Inhalte reingehen. Was gibt es jetzt neu, was gibt es für Veränderungen, was war vielleicht vorher so, was ist jetzt so, aber auch genau schon ein bisschen weiter auch in die Tiefe so, was gibt es jetzt für geile Kombis, wie kann man was spielen, wie kann man was einsetzen, so ein bisschen analysieren. Und wie wir das vielleicht einschätzen, auf was im Playstyle vielleicht für die AOS-Szene bedeutet, auf Meta-Szene, auf Turnierszene, ist das stark, ist das, kann das mithalten mit anderen Fraktionen, was sind vielleicht die Schwächen, so ein bisschen auf sowas eingehen. Wie gesagt, weil alles so Storytelling, Geschichten erzählen, Punktwerte und so, das könnte ich alles selber angucken, selber nachlesen. Wir wollen nur so ein bisschen unser Turnierfachwissen mit reinbringen. Punkte habe ich auch aufgeschrieben, also falls sich was verändert zum einen, habe ich alles dabei. Skaven. Ja. Hübsches Ding, lang erwartet, weil auch Zeit. Die Skaven waren schon immer nicht spielbar. Ganz ehrlich, waren ganz, gar ganz nicht spielbar. Ganz wenige Listen ja. Und dann auch immer nur mit ganz wenigen Einheiten. Das war, weil die waren komplett zerstreut. Also in diese ganzen Clans, die es bei den Skaven gibt, waren die getrennt und konnten nur einzeln gespielt werden. Außer mit, glaube ich, mit Chaos-Treue dann alle so ein bisschen zusammen. Ja, bis echt schade. Druck haben, dann konnte man diesen Clan Skyrim, und Bestilanz, die haben die ersten Fähigkeiten bekommen. Ja. Aber so richtig fließend war das nicht. Nee. Besonders stark dazu leider auch nicht. Gibt ein paar geile Kombos, indem man bei sich einfach einen neuen Stormfiends hingestellt hat. Die haben alleine geregelt, jo. Aber so ein bisschen Synergien, Taktiken, einfach alles wegputzen, war halt früher die Idee. Jetzt haben sie endlich ein eigenes Battleturm bekommen und es ist eins von den dickeren. Das ganze Ding hat 128 Seiten, da steckt schon ordentlich was drin. Optisch hübsch, also sieht gut aus. Was GW halt eigentlich immer schön macht bei diesen Battletomes. Es sind immer viele schöne Bilder dabei, alles gut erklärt. Wenn man da gerade so fluffmäßig unterwegs ist, kann man sich sehr, sehr viel hier durchlesen. Ist schön. Aber auch die ganzen neuen tollen Fähigkeiten, die es vorher nicht gab, sind natürlich jetzt auch genau hier drin. Nämlich die Treuefähigkeiten und die Items und Gebete und Zauber und alles Mögliche. Ja, fangen wir mal an. Was aber gleich geblieben ist, sind die Untergliederung der Clans. Und deswegen schauen wir mal einfach mal, der Manu hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, welche Clans es halt so gibt und ein bisschen rausgesucht, was bei den Clans so das Besondere ist. Und wir fangen einfach mal mit dem Master-Clan an. Mit dem Master-Clan. Kannst du mal aufschlagen? Kannst du mal den Grace hier aufschlagen? Kann ich bestimmt. Hinten nicht. Willst du die War Scrolls haben? Ja, wir fangen mit den War Scrolls erstmal an. Der Grace hier, das sind alle Großen. Nee, das ist dieser kleine Rattenzauberer, der den sie mächtig gebufft hat. Der hier? Jo. Der Crazier? Genau, der Crazier. Vom Punkten her ist er auf 120 gegangen von 100. Hat aber auch seine Gründe, warum. Der hat einen einzigartigen Zauber, der ein sehr starker Debuff-Zauber ist. Mächtig gut. Dann haben sie die Warpstone-Mechanik, also mit diesem Warpstein, was bei dem General's Handbook gab, haben sie ein bisschen umgeändert. Und zwar haben sie jetzt ein bisschen mehr Risiko eingebracht, aber dass du auch dafür mehr Schaden machst. Ja. Der kann auf jeden Fall jetzt zwei Zauber. Irgendwie können alle Rattenzauber jetzt mit zwei Zauber. Finde ich schon ziemlich krass, dass jetzt jeder Zauber bei denen zwei Zauber kann. Sonst können das eigentlich nur ganz besondere Modelle mal so einen zweiten Zauber. So ein Dot of Change oder so kann nur zwei Zauber. Ratten sind ja komplett magische Wesen. Ja. Da braucht jeder kleine zwei Zauber und Gebete noch dazu. Das stimmt. Da hat er früher eine Befehlsfähigkeit, die haben sie entfernt. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Vielleicht das Game kann ich mich auch nicht ganz so gut aus.
Was besonders geil ist übrigens, kann man auch jetzt schon anbringen, bei den ganzen großen Skaven, die haben alle jetzt das Merkmal, das Schutz der gehörnten Ratte, nennt sich diese Fähigkeit. Und die gibt allen großen Skaven-Modellen schon mal einen 5er Retter. Die sind von der gehörnten Ratte geschützt. Okay. Und also der Crazy, das ist der Kleine, den gibt es aber auch in groß. Ja, den gibt es auf der Glocke. Ja, den gibt es auf der Glocke, genau. Und krass. Die hat es auch ordentlich in sich, die War Scroll. Ja, da kommen wir gleich zur Glocke noch. Also genau, der kleine Crazy nicht, aber die großen, alle haben alle dieses Merkmal in 5er Retter. Sehr schön. Ja. Ja, also der ist auf jeden Fall sehr gut, der Crazy, und ist auf jeden Fall konkurrenzfähig mit anderen Zaubern. Vor allem, weil er nur, wie gesagt, 120 Punkte kostet und kein namhafter, kannst du auch mehrmals nehmen. Und zwei Zauberkampf. Zwei Zauber. Ja. Und für 120 Punkte gibt es schlechtere Zauber, die noch weniger können. Gibt auch schlechtere Sachen. Und auch Zauber, die mehr kosten, die auch nur einen Zauber können. Genau, als nächstes kommt die Screaming Bell, also die Höllenglocke. Die ist bei 200 Punkten geblieben. Die hat eine Fähigkeit, dass du vollständig in 13 Zoll dieses Battleshock immun machen können, die Einheiten. Genau. Aber auch nur speziell, habe ich gerade gesehen, Skaven, Flut. Das sind die Kleinen. Das sind alle Kleinen. Alle Kleinen, ja. Okay. Dann kann natürlich, wenn der Crazy hier drauf ist, auch zwei Zauber. Dann haben sie den Peal of Doom. Ich weiß nicht, was das ist, habe ich mir aufgeschrieben. Das hier ist ein Untergangsgeläut, nennt genau. Sie das auf Deutsch. Den haben sie leicht überarbeitet. Ich weiß nicht, was da steht. Ne? Das ist, wo du zwei Würfel werfen kannst und dann kannst du gucken, was in der Heldenphase passiert. Geil. Ziemlich heftige Fähigkeiten. Also es ist halt ein Random-Effekt, ne? Wie bei Skaven soll er ein bisschen randommäßig sein. Ja, dann habe ich mir aufgeschrieben Greg's Call. Greg's Call, das ist ein Ruf bestimmt, hä? In die Schlacht gehoben. Ah, okay. Das hat jetzt eine kürzere Range als vorher. 10. Ja, ich weiß nicht, wie viel es vorher hatte. Und hat jetzt den 5er Retter, was du gesagt hast. Genau. Das ist ziemlich stark. Also für die ganzen Vermin-Lords, Crazy hier so, alle 5er Retter, das hat es an sich. Ja, als nächstes wird der Vermin Lord Werps hier. Ja. Hast du den? Ist das der Warp? Ah, das ja. Der bleibt auch bei 62 Punkten, hat jetzt den 5er Retter. Dann haben sie die Doomglaive, den Schaden von. Haben sie von 3 auf D3 gemacht, hat aber dafür 6 Attacken statt 4. Mhm. Also das eine bisschen schlechter gemacht, dafür mehr Attacken, kann man auf jeden Fall. Ist nicht schlecht. Dann kann der Warps hier zusätzlich Kommando-Points generieren. Und die Fähigkeit für Kommandos verleiht einen Kampfstock-Immun. Auch für Skaven innerhalb von 26 Zoll. Muss ich mir überlegen, 26 Zoll. Vollständig, aber. Ja, zwar vollständig, aber 26 Zoll ist auch eine riesen Range. Gell? Gerade wenn ihr über der Mitte des Spielfelds steht, 26 Zoll mega viel. Man muss auch, glaube ich, jetzt sagen, es gibt keine innerhalb mehr. Ne? Es wird jetzt alles vollständig. Ist auch gut. Ist auch ja, schön so, weil da gab es immer diese Trickserei, dass man ein Modell reingestellt hat und die anderen 35 woanders sind. Ja. Und so ist das eigentlich echt schön, dass wir so geregelt haben. Diese Fähigkeit mit dem zusätzlichen Befehlspunkt generieren ist halt super stark. Das kennt man schon so ein bisschen von dem Skrax-Knick von Skargott. Goblins. Der hat auf die 4 plus 1 generiert. Hier ist es so, du kriegst auf die 3 plus 1 und wenn du dabei eine 6 würfelst, kriegst du W3 Befehlspunkte. Ja. Würfelst du einmal in der ersten Runde mal eine lockere 6, kriegst du W3 Punkte. Hui. So meinst beim 1000-Punkte-Spiel zum Beispiel ist das ja. Meinst du, das wird wurde mit den Befehlspunkten? Also gerade geht der Trend dahin, immer mehr Befehlspunkte zu bekommen. Was wieder ein Nachteil ist für die ganzen älteren Armeen, die immer nur mit einem rumkämpfen. Immer eins mit einem, ja. Die dann Bottillione und 100 Punkte weniger spielen müssen, damit sie Befehlspunkte bekommen. Aber cool. Ja, und die Vermin-Lords bekommen jetzt einen Debuff. Muss mal gucken, was das ist. Vielleicht können wir den mal vorlesen. Den haben jetzt alle Vermin-Lords, dass sie einen Debuff verteilen. Entweder ist das der Magie oder... Also der hier, das machen alle unterschiedlich. Der jetzt hier zum Beispiel von 3 Zoll Mut ab. Ah, okay. 1 Zoll Mutwert. Das sind... Ich glaube, das haben alle. Das macht das mal alle. Das ist die sind alle entsetzlich. Also... Ah, okay. Cool. Alle minus ein Mut. Ja. Mut weiß man immer nie so richtig, was mit anzufangen, ob das was bringt oder nicht so viel bringt. Aber ist immer gut. Also man kann den auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Mit den zusätzlichen Kommando-Points, das ist schon mega stark. Das hat ja auch dieser Fungold Cave Shaman. Das einzelne Schamane, also das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Mega gut. Ja, als nächstes, ich weiß gar nicht, ob der drin ist, das Forgeworld-Modell. Ist das da drin? Ist gar nicht drin. Da kann ich mal ganz kurz vorlesen, was ich da aufgeschrieben habe. Also die Doomglaive, wie bei den Warps hier, hat sich genauso verändert. Dann kann er jetzt auch zwei Zauber und den Debuff-Effekt hat er auch. Und den Zauber, den weiß ich aber jetzt nicht auswendig, was der hatte, den haben sie auch ein bisschen geändert, also sein Hauszauber. Und der ist auf jeden Fall ziemlich stark, der Fortschritt, wie man Fortschritt halt kennt, ist halt ziemlich gut und man kann ihn als Alliierte überall mit reinnehmen.
Kann man auf jeden Fall kaufen. Ist kein Schrottmodell. Ja, und jetzt kommen wir zum... Zum wie? Zum schlimmsten ever. Ja. Das wussten wir schon vorher. Ja. Haben uns schon ein bisschen mit angeguckt. Ganz neu, ganz altes Modell. Auch, glaube ich, über 60 Euro kostet der bei GW-Web Exclusive. Thundercrawl auf Bone Ripper, nennt sich der. Ja. Das ist der neue, ich sag mal, Man of the Match. Das namhafte Modell der Skaven. Also, wenn er so bleibt, ist es das stärkste Charaktermodell in dem Spiel, was an Horden abrissen. Wahnsinn. Massenhorden abreißt. Zu den Fakten, 14 Lebenspunkte, 4er Safe, auch ein 5er Retter, Merkmal der gehörten Ratte. Der heilt sich in jeder Heldenphase noch zusätzlich einen Lebenspunkt, ist ein Zauberer, der natürlich zwei Zauber wirken kann, kann eine geile Befehlsfähigkeit. Ich glaube, die haben sie geändert. Dass er nämlich, dass alle anderen Befehlspunkte wieder ausgeben können, ohne dafür Befehlspunkte auszugeben. Wahnsinn. Dann haben wir jetzt... Mal kurz zu dem Szenario. Er hat nämlich 4 verschiedene Arme und kann auf seine Arme eine verschiedene Kombination aufbauen von Waffen. Dafür gibt es, ich glaube, 2 oder 3 Waffen zur Auswahl. Ich glaube, 2. Es gibt den Warpfeuerbrenner, genau, und den Warpfeuerprojektoren. Das sind einfach, genau, Nahkampf, Fernkampf, gut beschrieben. Fernkampf ist zwar auch nur 8 Zoll, Nahkampf ist halt 2 Zoll, aber wir können mal kurz dazu sagen, die Nahkampfwaffe ist einfach so, dass er... beispielsweise für jede Waffe, die er davon trägt, hat er beispielsweise 3 Nahkampfwaffen, hat er das Doppelte an Attackenwert, also 6. Und die Attacke ist einfach auf die 3, auf die 3, Rank minus 2 und 3 Schaden. Das hat Zug dahinter. Ja. Wenn man auf die Barbfeuerprojektoren geht, die Fernkampfattacke, beispielsweise gibt man jetzt einfach mal, tappt man mal 2 zu 2 auf, hat man 2x die Fernkampfattacke. Ist das jetzt so? Man guckt, wie viele Attacken man hat, nehme ich jetzt in diesem Fall 2. Und wirft stattdessen Würfel, so viele Würfel, wie viele Modelle in der Zieleinheit sich befinden. Man wählt eine Einheit aus und guckt, wie viele Modelle davon innerhalb von 8 Zoll sind. Und wirft für jedes Modell x Würfel, wobei x, wer ein bisschen Magic gespielt hat, weiß es, wobei x der Anzahl der neuen Attacken, der Attacken der Fernkampfwaffen entspricht. Das heißt, hat man 2 Stück, wirft man also für jedes Modell in dieser Einheit, was in 8 Zoll ist, 2 Würfel. Ja, hat man jetzt beispielsweise einen 30er Block vor sich stehen, davon sind 22 Modelle innerhalb von 8 Zoll drin oder werden berührt, dann wirft man theoretisch jetzt 2 Würfel pro Modell, das heißt 44 Würfel und jede 4 plus macht eine tödliche. Ja, das ist der Endloszauber von den Goblins, 2x2. Wahnsinn. Ja, da weiß er auch 8 Zoll und Modelle. Wahnsinn. Jetzt muss er sich nochmal ein was überlegen, das ist immer noch das Wichtigste bei dem Ganzen ist. Das ist jetzt ein Damage-Output, der ist enorm gegen Massen, muss man dazu sagen, klar gegen Massen. Massenzerstörer, Witch Elves incoming. Aber diese Attacke wird niemals schlechter. Niemand. Egal ob der Bone Ripper, das große Charakter mit 14 Leben hat oder einen, der kann in einem Zug vorne, hinten, links, rechts alles wegknüppeln, was existiert. Wahnsinn. Aber man kann das ja noch schweigern. Man kann das auch schweigern. Man kann auch einfach sagen, er spielt mit 4 Fernkampfattacken und scheißt komplett auf den Nahkampf. Ja, dann würdest du 88 Würfel. 88 Würfel auf den Nahkampf. Sind das 44 tödliche. Also Leute, bevor ihr jetzt sofort überall auf die Seite geht und den kauft, wartet mal 2 Wochen. Mal gucken, ob es an Ära dazu kommt. Genau, da wird es Ära geben. Ich glaube nicht, dass der so bleibt. Das können die dazu lassen. Das können sie nicht. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was zu dem gesagt. Das ist ja nicht nur das Einzige, dass er das hat, der hat auch ein bisschen mehr. Der hat jetzt auch, er kriegt auch Plus auf den Zauber wie Arkham Black. Es wird zwar, wenn er Wunden kriegt, immer schlechter, aber er fängt mit Plus 2 auf Zauber an. Sehr stark. Also ist auch ein richtig guter Zauberer. Der Zauber ist einzigartig, der ist auch gegen Anti-Helden. Den kannst du mal kurz vorlesen vom Baumripper. Der Zauberer von ihm hat einen Zauberwert von 8 und darf einen feindlichen Helden innerhalb von 3 Zoll wählen. Und du wirfst eine Anzahl an Würfeln gleich der Summe der Attacken aller Nahkampfwaffen, mit denen der Held bewaffnet ist. Das heißt, man wirft die Anzahl, die Attacken, die der Held, der feindliche Held, im Nahkampf hat. Und für jede 5 plus kannst du bei einer feindlichen Einheit innerhalb von 3 Zoll um den Helden eine tödliche Wunde verursachen. Wenn du möchtest, kannst du unterschiedliche Einheiten wie eine tödliche erleiden. Also, beispielsweise greift ein Held an, der hat mit seinen Nahkampfwaffen 12 Attacken, dann wirft man jetzt 12 Würfel. Und guckt, wie viele davon 5 oder mehr sind. Und dann darf man sich selber aussuchen und zuteilen innerhalb von 3 Zoll, wer die tödlichen abbekommt. Ist egal, ob er jetzt mit dem direkt im Nahkampf steht oder jemand anders oder den gewählt hat. Du kannst dir frei aussuchen, wen du die tödlichen verteilen willst. Was für ein Reichweite hat das? 3. Ne, der Zauber. 8. Warte mal, 3. 3 Zoll. Also musst du im Nahkampf mit ihm stehen, damit das... Genau, okay. Musst du mit ihm im Nahkampf stehen. Das schwächt es zum Glück ein bisschen ab. Ja. Aber damit kann man auch als Zauber schon auch mal ein paar tödliche verteilen. Genau. Was sie noch geändert haben, ist, der hat das Schlüsselwort Monster bekommen. Also Lookout Circuit jetzt nicht mehr bei ihm, was vorher ging.
Und ja, aber das reicht auch. Also der ist ein richtiges Brett. Der ist ein Brett. Das muss man schon sagen. Zu guter Letzt, was den Masterclan angeht, oder hast du Masterclan aus? Nee, sag ruhig. Nochmal die treue Eigenschaft von Masterclan. Also bei Scapegoat ist es wie gesagt so, dass wir diese ganzen einzigen Clans haben. Und wenn man einen einzigen Clan auch spielt, dann gibt es halt eigene Battleline und so weiter. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Man kann aber auch einfach nur Skaven spielen. Dann sind halt nur die Clan-Ratten Battleline. Aber bei dem Masterclan ist es auf jeden Fall so, immer wenn dein Held irgendwo einen Befehlspunkt ausgibt, auf die 5 plus, kriegst du einfach den Befehlspunkt wieder zurück. Ziemlich cool, wenn man noch überlegt, man kriegt auf die 4 plus, 3 plus einen weiteren und auf die 6 D3. Und dann gibt man aber ganz viele auf und kriegst auf die 5 plus auch wieder zurück. Ja. Also da hakelt es Befehlspunkte. Ja, auf jeden Fall. Da braucht man nicht mal locker auf 50 Punkte übrig lassen bei der 2000 Punkte Armee, um einen zusätzlichen zu haben, weil hier kann man die auch sehr, sehr schnell generieren. Richtig, also der Masterclan, kannst du auf jeden Fall sagen, sind die Gewinner des Battletomes. Ja. Auch wenn die Pestilenz auch mächtig angestiegen, aber die Masterclan ist mächtig im Kommen und die werden auch im Meta ganz schön steigen. Die werden steigen. Wir können das hier mal ganz kurz noch abschließend sagen. Also es gibt einzelne Fähigkeiten der Clans und es gibt ja noch gesamte treue Fähigkeiten von den Skaven. Bei den Skaven ist es einfach so, das kennt man auch schon so mal vorher, weil da war das pro 10 Modelle, die die Skaven haben, kriegen die plus 1 auf dem Bravery. Bei Skaven ist es immer so, kriegt man immer 2. Spielt man beispielsweise einen 40er Block, kriegt man einfach plus 8 auf die Bravery. Dadurch wird die Schwäche von denen ein bisschen weggenommen mit der Bravery. Beispielsweise ist aber auch geil, dass die Achtung Sir-Regel bei den Skaven auch im Nahkampf gilt. Super geil. Ja. Ist dein Held dann ein kleiner, was kein Monster ist, und wird attackiert im Nahkampf, muss der Feind einen von Hitwürfen abziehen, wenn in der Nähe beispielsweise mehr als 3 Modelle stehen. Ziemlich cool. Also keine schlechte Fähigkeit. Dann haben wir noch, dass du einen Held, einen Skaven-Held auswählen kannst im Nahkampf, wenn du eigentlich zuschlagen willst. Und anstatt zuzuschlagen, kannst du dich einfach aus dem Kampf zurückziehen. Wird dein Warseer angegriffen und so weiter, dann nimmst du ihn einfach und ziehst ihn auf den Kampf zurück, kann er nicht attackiert werden. Ziemlich cool. Jetzt kommt noch eins der geilsten Fähigkeiten überhaupt. Das ist, dass die Skaven-Flut, nennen die sich. Das sind Keyword, die diese ganzen kleinen Rassen betreffen, wie die Monks, wie normalen, das werden jetzt Clan-Ratten und so weiter. Ja. Das sind Skaven-Flut-Einheiten. Und Skaven. Dein Lieblingswort. Ja, und die bekommen halt, wenn sie aus 20 oder mehr bestehen, plus 1 auf den Hitwall. Ziemlich cool, weil die treffen immer alle meistens schlecht und spielt man meistens auch mehr als 20, da kriegt man plus 1 auf Hitwall. Hat man aber sogar mehr als 30 Modelle, kriegt man plus. Ja, plus 1 auf dem Mutwohl, ne? Spielt man jetzt einen 40er Block oder 60er Block Clan-Ratten? Ich weiß gar nicht, was davon geht. Ich glaube 60 oder 40. Ich glaube 40 geht nur. Dann kannst du bei denen einfach, die sind auf der Seite vor. Ach du schon mal, die haben ja nie gesehen, dass die 2 Seiten haben. Ja, die haben 2 Seiten. Und die sind im 40er Block, kann man die beispielsweise spielen, ne? Dann haben die einfach 2 Modelle. Eins besser auf Hit und eins besser auf Wund. Keine schlechte Fähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zum nächsten Clan. Kurzer Cut. Oh. Alter, ist mir kalt! Robert! Mach mal eine Heizung hier unten hin! Alter, ja. Ist das geil! Ja, wo ist deine Jacke? der Clan Verminus als nächstes. Clan Verminus als nächstes. Ich hab mir kurz die Jacke angezogen, weil. Ja, der war auch arschkalt, der hat schon echt kalt, ja. Was wir alles für das Review machen. Alles für euch. Ja, der Clan Verminus. Fangen wir an mit dem Wormenlord Warbringer. Der hat sich von 280 Punkte auf 260 ein bisschen verringert. Mhm, 20 Punkte? Jo. Wie alle Wormenlords, wie wir schon gesagt haben, 5er Retter. Die Nahkampf haben sie ein bisschen geändert, die Kleve und den Bravery Debuff. Ja, das haben sie doch. Richtig. Die Befehlsfähigkeit ist jetzt vollständig, was vorher innerhalb war, ist jetzt nicht mehr. Ja, kommen wir zum Clan Verminus. Verminus. Jo, und Marcel, wir haben kurz einen Cut gemacht, Marcel war arschkalt. Es ist super kalt hier drin. Leider leckt mich am Arsch, ist das kalt. Richtig, wir sind hier nämlich im Bunker, in unserem Mini-Paradise-Bunker und der hat schon gezittert. Der Laden ist mich voll, der wird gerade gezockt, wir wollten eigentlich Review machen, aber da haben wir gedacht, komm, wir kapseln es ab und machen das Review für euch. Alles für euch. Ja, nur für euch. Ja, Verminus Warbringer. Los, wir müssen beim Wesentlichen bleiben, die Leute wollen hier keine 2-Stunden-Video sehen. Verminus Warbringer. Der hat sich verringert von 280 Punkte auf 260. 20 weniger. Jo, wie alle Vermilords, 5er Retter, Standard Bravery Debuff und die Waffe hat sich auch geändert. Wie bei allen Vermilords. Ja, er kann jetzt auch 2 Zauber, Befehlsfähigkeit ist vollständig jetzt statt innerhalb und der Todesrausch Zauber wurde verbessert, man kann D3 Einheiten wählen statt 1. Cool. Heißt der Todesrausch Zauber? Fürchterliche Todesraserei. Ja, sowas. Super. Aber wir haben das Buch auch zum ersten Mal gerade aufgemacht. Genau.
Seid ihr 14? Ansonsten ist er genauso wie die anderen auch. 5er Retter, minus Ice Bravey und so weiter. Was natürlich ziemlich cool ist, er hat noch eine kleine zweite Attacke neben seiner Verdammnisklinge, die Klingenfaust. Und wenn er da einen 6 Würfel für einen Verwundungswurf addiere auf den Damage-Wert 4. Oh. Dann macht er anstatt 2 6 Schaden. Oh. Eine sehr interessante Fähigkeit. Sehr gut, dass du das gelesen hast. Das habe ich noch nicht mal aufgeschrieben. Ich denke mit. Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Supporter. Man kann ihn als Anführer spielen und als Alliierten mitnehmen. Die ganzen Vermin Lords sind brauchbar geworden. Die haben einfach 12 Leben, 4er Safe, 5er Retter. Für 240 Punkte kriegt man auch schlechtere Sachen. 60. Als das. 260. 260. Für 260 kriegt man auch schlechtere Sachen. Er kann auch 2 Zauber und Befehlsfähigkeit, Junge. Hut ab. Ja. Gut. Sehr, sehr gut. Als nächstes kommt der Claw Lord. Den haben sie umgeändert. Claw Lord? Der hieß vorher anders. Wie hieß der vorher? Keine Ahnung. Claw Lord. Jetzt kommt der. Hier ist er. Claw Lord. Ist der wirklich da drin, der Claw Lord? Klar, Claw Lord. Geil. Ist bei 100. Ah, der hieß vorher Skaven Warlord. Ich hab's mir sogar aufgeschrieben. Aber jetzt, da ihr die ganzen Bezeichnungen auf Deutsch umändern wollen, heißt er ja natürlich jetzt Claw Lord. Genau. Ist bei 100 Punkten geblieben. Pra, was habe ich auch schon? Kann jetzt halt nur noch eine Waffenoption wählen, was vorher, glaube ich, unterschiedlich war. Befehlsfähigkeit haben sie umgeändert. Und der. Was habe ich geschrieben? Ist ziemlich cool, ne? Seine Dingsfähigkeit, Befehlsfähigkeit ist, dass du eine Einheit auswählen, sie kommt plus 1 auf Attacken. Plus 1 auf Attacken ist immer gern gesehen, gerade bei Clanratten. Oh, der ist nicht schlecht. Den kann man nehmen. 200 Punkte. Den kann man nehmen, ja. Als nächstes haben wir... Auch cool ist, was man noch abschließend sagen kann zu ihm, ist, der kriegt umso mehr Attacken zusätzlich dazu, umso mehr Schaden er bekommt. Der verfällt er in so einer Raserei. Also beispielsweise hat er 5 Leben, wenn er 4 Leben verloren hat und noch einen Lebenspunkt hat, dann kriegt er plus 4 auf Attacken. Dann hat der Kerl 7 Attacken auf die 3, Red minus 1 und D3 Schaden. Der kann geben. Jo, auf jeden Fall. Als nächstes kommen die Clanratten. Ja, Clanratten. Punktmäßig sind sie gleich geblieben, 120, 200. Mhm. Sie haben keinen Massenbonus mehr. Den haben sie rausgenommen. Und die Schilde wirken jetzt gegen jeden Schaden und nicht nur noch gegen Schaden von 1. Aber es geht nur, wenn sie 10 oder mehr Modelle enthalten. Gut, dass ich die dabei habe. 10 oder mehr Modelle. Puh, muss ja schon dann mehr als 20 spielen, damit sich das nützt. Aber die machen auf jeden Fall noch ihren Job. Die man kann mit dem Zurückziehen und Chargen, ne? Man kann zurückziehen und chargen, ja. Und sie kriegen plus 2 auf den Charge. Jo. Nee, kann sie gar nicht, ups. Sie kriegen plus 2 auf Rennen, Entschuldigung. Ja. Aber trotzdem, Rennen und Chargen und plus 2. Kann man machen. Das sind 8 Zoll, plus die bewegen sich schnell. Kosten aber auch 120 Punkte. Das sind die 1. Ja, und 40, 200. Genau, 40 Clanratten, 200 Punkte. 40 Leben für 200 Punkte, die muss man erstmal wegkriegen. Auf jeden Fall. Safe. Als nächstes die Stormwomen, ist so noch? Ja, die Stormwomen. Genau dasselbe mit den Schilden wie bei den Clanratten. Die Elite-Krieger der Clanratten. Sie erhalten keine Verbesserung mehr, wenn sie in Überzahl waren. Ich glaube, vorher war das so, waren die mehr, konnten die was machen. Das haben sie nicht mehr. Die haben eigentlich keinen großen Vorteil mehr, sie werden nur zur Battleline, wenn sie Clan Verminus spielen. Das ist der einzigste Vorteil. Jo. Nee, immer. In was? Jeder Skavenflutarmee sind die Battleline Storm Vermin. Ist ja sehr interessant. Ja, was haben die so an Attacken? Ich habe dann, also 4 plus, 3 plus, wird mir das ein Schaden, 2 Zoll Reichweite, 2 Attacken ist schon nicht schlecht. Wenn das mit den Claw Lord spielt und die kommen aus dem Tunnel oder so, das ist nicht schlecht. So ein 40er Block. Ja. Ist doch gar nicht mal so teuer, ein 40er oder? Block, ne? 500 Punkte. Ist eine Erwägung wert. Passt Archaeon. Und jetzt kommen wir zu deinem Liebling. Jetzt kommen wir zu deinem Liebling, weißt du es schon? Zu meinem Liebling? Ja. Volk oder? Pestilence! Ey, eine meiner ersten AOS-Armeen. Und das kann jetzt was werden. Also ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen und gespielt habt oder so. Die einzige Lichtbringer, die sie immer hatten, waren die Blade Monks. Und auch nur in großer Masse. Weil 40 Stück und die haben schon ordentlich Attacken ausgeteilt. Und das ist nach wie vor auch noch so, dass die es genauso können. Ich möchte nur ganz kurz, bevor wir auf die Pestilenz eingehen, noch kurz sagen, was das Merkmal ist von der Clan Vermin. Vielleicht bin ich schneller wie du. Verminus, das ist hier so, dass der General sich eine zusätzliche Generalseigenschaft wählen kann, wenn dieser kein Clanlord ist. Du darfst 6 Clanlords zusätzlich theoretisch noch eine weitere Generalseigenschaft wählen. Ne? Du hast irgendeinen General und nimmst für jeden Clanlord, den du nimmst, darfst du eine zusätzliche Generalseigenschaft wählen. Das ist ziemlich cool, weil die Jungs, glaubt's mir, die teilen aus. Wenn du überlegst,
Einer hat 3 Schaden, noch 2 Leben, plus 3 Attacken mehr, 6 Attacken, 3 Rap minus 1, je 3 Schaden. Gibt es da noch eine coole Generalsfähigkeit dazu? Die sind nicht schlecht. Crawlords? Mhm. Die sind nicht schlecht. Da bin ich mal gespannt. Pestilenz zum schöneren Teil. 4. Die ekligen, solchen behafteten Monks. Willst du auch gleich sagen, was da? Was tolle, da? tolle Jungs sind das. Die hatten vorher schon eigene Treuefähigkeiten in Jones Handbook, wo die so ein großes Gebet, so eine Seuche blocken können, wenn sie eine 6 würfeln beim Gebet machen. Alles Pestilenz können ja auf die 3 ein Gebet wirken und wenn du jetzt eine 6 würfelst, darfst du immer eins von den großen Seuchen wählen. Das ist nach wie vor so. Und die haben, es gibt halt insgesamt 5 Stück, weil das kann nur einmal in einer Schlachtrunde auftreten. Also dann theoretisch, wenn man sie in jeder Runde einmal schaffen sollte, hat man alle 5 rausgeholt. Die haben es in sich. Also könnt ihr euch mal durchlesen, die großen Seuchen. Also mit denen kann man schon ordentlich was machen. Jede kann nur einmal pro Spiel, ne? Jede kann nur einmal spielen. Aber jede kann nur einmal spielen und eine maximal pro Schlachtrunde. Genau. Bei den Plague Monks haben sie schon mal eins der wichtigsten Sachen überhaupt im ganzen Spiel geändert. Vorher waren das nämlich Kanonenfutter, ne? Also die haben Gas gegeben, sind auch schnell gestorben. Jetzt haben die einen 6er Schutzwurf bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil wenn man keinen Schutzwurf hat, kann man auch keinen Schutz dazu bekommen. Also auch nicht durch Deckung. Oder man kann kein mystisches Schild und so weiter bekommen. Jetzt haben die einen 6er Safe-Wurf. Wenn man jetzt irgendwas hat, Fähigkeiten bekommt, wie Deckung und so weiter, man bekommt es ein und selbst, haben sie schon einen 5er. Das ist für die Jungs, gerade weil viele Attacken auf die gehen, schon mal ein riesen Vorteil. Muss man schon mal dazu sagen. Bei denen haben die geändert. Wie fehlt es für Optionen da? Haben sie komplett diese Spieleffekte? Sind komplett weg. Welche? Hatten die nicht irgendwelche besonderen immer mit dieser. Die hatten vorher die Möglichkeit zu sagen, der General hatte so ein Buch, da konntest du aussuchen, ob wir jetzt einmal cool Gas geben können oder einmal Schaden machen können. Das war so ein einmaliger Effekt, das haben die jetzt alles umgedreht. Der Champion ist jetzt klar definiert, der hat ein Buch des Leiden, der kann eine Einheit auswählen in jeder Heldenphase innerhalb von 13 Zoll und bei einer 4 plus kriegt die eine tödliche, bei einer 6 plus W3. Das ist jetzt einfach ganz einheitlich geblieben. Das Banner haben sie auch geändert. Haben die auch geändert. Du kannst aber, was gleich geblieben ist auf jeden Fall, wenn du kannst den nämlich bewaffnen, entweder mit 2 Schwertern oder mit einem Schwert und einem Stock. Und wenn du gecharged hast, kannst du mit dem Kling die Trefferwürfe wiederholen. Und wenn du gecharged hast, kriegst du immer plus 1 auf den Attackenwert. Zu beiden Waffen, wenn du mit beiden Waffen ausgerüstet bist. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei den beiden. Ja. Wichtig ist, was man sagen muss, es gibt 2 unterschiedliche Standarten. Und eine von 20 kann eine Standarte bekommen. Das heißt, wenn man einen 20er Block kauft, kann man halt nur eine Standarte nehmen. Nimmt man aber einen 40er Block, kann man beide Standarten nehmen. Richtig. Und man kann ja dann theoretisch die sterben lassen, dass die Standarten immer noch weiter im Spiel sind. Dann hat man nicht den Vorteil beider Standarten. Weil wenn man sich die Vorteile mal anguckt, ist es wirklich schwierig, da zu unterscheiden. Nimmt man jetzt mal die Standarten beispielsweise, ist das so, wenn die geschlagen werden und die verlieren Modelle, darf man immer einen Würfel werfen, auf die 6 kriegt der Gegner einfach eine tödliche. Sterben 10 Skaven in einer Runde, das kann sehr, sehr schnell passieren. Ja. Wirft man einfach 10 Würfel, für jede 6 kriegt der Gegner eine tödliche. Keine schlechte Standarte. Aber die zweite ist nämlich auch gut, wenn man nämlich einen Verwundungswurf bei den Skaven, die unendlich viele Attacken hat, eine 6 würfelt, dann darf man plus 1 auf den Damage-Wert dazu rechnen. Also sowohl auf das Schwert als auch auf den Stab. Also es ist ein Zwiespalt, was würde man da nehmen. Deswegen 40er Block, beide Standarten mitnehmen. Und Feuer. Und Feuer und Eistuff. Das gleiche ist auch bei den Musikern so. Genau, ein auf Rennen und ein auf Charge. Ein auf Rennen auf Charge ist eine Variante. Die zweite Variante ist zu sagen, wenn man einen Hitwurf von der 6 macht, dann kriegt man einfach Rent minus 1. Und deshalb die Plague Monks, also die Punktzahl sind gleich geblieben. 70 Punkte für den 10er Block. Ich spiele gleich am Sonntag schon mal. Ich will das mal ausprobieren. Ich weiß noch einmal, hat mir nicht aufgenommen, aber wo du auf meinen Empire General 2 plus 1er Reroll hatte der gehabt, 220 Attacken draufgehauen hast, gefühlte. Also die waren dreistellig. Und der ist gefallen. Auch ohne Rent, mit Rent, nix. Alles drauf. Da kommen viele Einsen. Die lohnen sich auf jeden Fall. Ja, und die Stäbe, muss man auch sagen, haben auch 2 Zoll, das hatten sie zwar vorher, aber das darf man nicht vergessen. Ne? Genau, jetzt gibt es auch eine coole Fähigkeit, dass du bei denen auch alle die Hitwalls wiederholen kannst, eine Fähigkeit machen. Das heißt, früher hat man die nur mit 2 Einhandschwertern gespielt, weil dadurch waren die geil. Jetzt brauchst du es gar nicht mehr, weil durch die Fähigkeit können die das so und so schon. Und das heißt, du kannst dann diese Boni plus 1 auf Attacken, hast du dann einen riesen Vorteil, wenn du nämlich die zweihändige Bewaffnung nimmst, weil dann hast du da ja insgesamt 2 Attacken mehr. Und durch den Stab können die ja theoretisch aus dem dritten Glied mit attackieren. Sehr, sehr gut. Top, Jungs. Die hast du schon früher gemocht und jetzt machst du das. Jetzt mag ich sie noch mehr. Noch mehr Liebe. Der 6er Safe war wichtig für die.
Das ist ja aber nur eine Einheit der Black Monks. Ja, machen wir den Korruptor weiter. Der Korruptor ist ein super Gerät. Ah, ja. Also ich würde das aber auch zu jeder Pestilenz-Einheit sagen, weil ich es einfach mag. Ja, aber der Korruptor, den haben sie... Oh, ja, der hatte ja früher wirklich mal ein paar Schwächen gehabt, der hatte keinen Rent und seine Überlebensfähigkeiten waren katastrophal. Das haben sie ihm genommen und seine Stärken haben sie ihm gelassen. Und Wahnsinn. 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 Ansonsten gilt das gleiche für den auch. 5er Retter und 4er Save. Und minus 1 Mut auf die anderen. Das ist schon alles toll. Was für Nörgel noch bei denen so üblich ist. Der darf immer am Anfang der Nahkampfphase, am Ende der Nahkampfphase, ziemlich cool testen. Auf die 4 plus kriegt jede feindliche Einheit W3 tödliche. Das ist schon mal sehr, sehr nett. Dazu hat er halt noch seine 10 Attacken. Für jede 6, die er dabei würfelt, macht er halt eine tödliche. Also anstattdessen und richtig geil ist. Kann ich noch was sagen? Also der sein einzigartiger Zauber wurde ein bisschen geändert. Und zwar macht er jetzt mehr Schaden, aber er verbreitet sich nicht mehr. Ja, macht mehr Schaden und verbreitet sich nicht mehr so. Seine Befehlsfähigkeit ist okay. Macht einfach so eine Bubble, wo halt innerhalb von 13 Zoll keiner Battleshock machen muss. Also genau. Keine hast, du beim, hast du gesagt, dass die Waffe nicht mehr die Trefferwürfe wiederholen kann? Dafür machst du aber beim unmodifizierten Hitwurf Mortal Wounds. Top, top Teil. Ich muss schon mal dazu sagen. Ja, und was ist der Plague Master? Kannst du mir das noch ganz kurz sagen? Der Plague Master? Also, das ist irgendeine Fähigkeit von ihm. Oder so. Plague Master macht jetzt AOE Mortal Wounds um den Vermin-Lord herum, anstatt Kreaturen, die bereits verletzt wurden. Das ist eine Seuche. Der Zauber. Ah, das ist der Zauber. Mhm. Oh, ah, die Plague Master ist meist der Seuchen. Das hast du gesagt. Am Ende der Nahkampfphase. Ah, das hast du schon erzählt. Cool. Genau. Ah, Mann hat wieder nicht zugehört. Da war zu viel in seiner Präsentation hier drin. Neu, achso, dann haben wir noch diese Plague Sensor Bearers. Die habe ich persönlich noch nie gespielt, hat für mich noch nicht so einen großen Unterschied gemacht, weil ich die Plague Monks immer gar nicht konnte. Kann ich kurz was sagen? Ja. Ich habe mich vorbereitet. Die Plague Sensors sind bei 60 Punkten geblieben. 60 Punkte, das ist ein super Lockenfüller, kann man immer noch sagen. Die Aura des Schadens haben sie ein bisschen verbessert, kannst du mal kurz gucken, was das ist. Und sie halten jetzt Bonus für die Nähe, wenn noch andere Monks in der Nähe sind. Genau, wenn andere Monks in der Nähe sind. Dann müssen die keinen Battleshock-Test machen und Trefferwürfe wiederholen. Ziemlich stark. Alle Trefferwürfe wiederholen, die treffen nur auf die 4 übrigens. Dürfen die wiederholen, wenn sie in der Nähe von 18 Zoll vom Blake Monks sind. Jedes Ding von denen hat auch 2 Attacken auf die 4, auf die 3, Red minus 1 und 1 Schaden. Und wenn die gecharged haben, kriegen die plus 1 auf den Attackenwert. Da spielt man von denen jetzt einfach einen 10er Block. Die chargen, die können aus dem zweiten Krieg. Das sind 31 Attacken. Ich hab Angst. Die geben an. Die Jungs geben. Haben halt auch nur ein 6er Safe, die fallen halt fliegen. Jetzt kommen wir zu deinem Zweitlieblings. Weißt du, was dein Zweitlieblings ist? Eigentlich ist mein Lieblingsmodell das Katapult. Das ist dein Zweitlieblings geworden. Das ist richtig. Achso, das ist richtig. Plague, klar. Das Katapult der. Silvernet. Plague, klar. Das Katapult des Gaben. Schon immer eins meiner Lieblingsmodelle gewesen, aber weil es 31 Zoll eine gute Reichweite hat, um auf alles zu schießen, eigentlich, was man im Spielfeld sehen will und sich ja noch 3 Zoll vorbewegen kann. Also ist ziemlich cool. Ja, und nämlich auf das schießen kann, was er auch nicht sieht. Ne? Versteckt sich irgendjemand in irgendeinem Block hinterm Gebäude oder irgendjemand irgendwo, ist dem Katapult nämlich völlig Wumpe. Da geht es nämlich einfach volles Garo hin. Wenn man es trifft. Wenn man es trifft. Das ist das Entscheidende. Aber... Jetzt kommen wir nämlich dazu. Bei richtig. Dem ist nämlich richtig geil geworden. Vorher gab es die Fähigkeit, dass du plus 1 besser triffst. Weil es trifft ja jetzt schon auf die 3, auf die 3. Ramp minus 2, D6 Schaden. Jetzt macht es schon dann, wenn du auf einen Einheit, die aus 10 oder mehr Bordellen besteht. Vorher, das war ein entscheidender über Unterschied. 10, ne? Vorher waren es nur Einheiten, die über 10 waren, dass du das machen konntest. Jetzt ist es auch genau für einen 10er Block. Für einen 10er Block triffst du auf die 2, verwundest auf die 3. Und machst Rent minus 2 und 2 D6 Schaden. Ich spiele am nächsten Mal 3 von denen im Bataillon. Habe ich schon mal gesehen auf dem Turnier. Wahnsinn. Das ist auch neu, ne? Das ist neu. Der Burial Debuff. Zieht bis zum Ende des Zuges 1 vom Mutwert ab, wenn das Ziel eines Plague-Klar-Katapults. Ja. Weißt du, was sie auch geändert haben? Die haben diesen Nurgle Debuff, dass der Nurgle das heilt oder sowas, haben sie rausgenommen, ne? Warum? Der ist nicht mehr drin. Der ist immer noch ein Nurgle. Ja, aber da stand ja irgendwas. Wenn du Nörgel triffst, heilen die sich. Nee, vorher hast du ja plus 1 auf den Safe gekriegt, wenn du ihn anschießt. Das ist weggenommen worden. Oh, vorher, das haben sie weggenommen? Ja, vorher hast du plus 1 auf den Safe gekriegt auf Fernkampfattacken. Ich bin mir aber sicher, wenn du mit dem Katapult auf Nörgel geschossen hast, heilen die sich. Das habe ich mal auf dem Turnier, da habe ich nämlich gegen, hab ich das gehabt und habe gegen Nörgel gespielt und da konnte ich nicht damit schießen. Ich gucke das gleich nochmal nach in der Pause.
Es gibt auf jeden Fall auch noch eine geile Fähigkeit. Da kann man ein Item, da kann man eine Einheit auswählen oder alle Einheiten innerhalb von 13 Zoll um das Modell. Das kriegt auf Fernkampfattacken plus 1 auf Wund. Oh. Richtig geiles Item. Steht der Vermilord in den Katapulten drin, kriegen die plus 1 auf Wund, greifen die Leute an, auf die 10 Modelle haben, auf die 2, auf die 2, Rent minus 2 und 2d6 Schaden. Das läuft. Das. Letztes Modell von Pestilence. Vorletztes. Seuchenpriester. Seuchenpriester. Mach mal Seuchenpriester. Es gab verschiedene Varianten, glaube ich. Mhm. Haben sie jetzt in einer gemacht. Genau, aber das war nur eine unterschiedliche Bewaffnung. Das war eben egal. Schnutzpiep, egal. Richtig cool. Der Seuchenpriester kann nämlich bei Scape, macht man sehr Gebete. Die haben sie alle überarbeitet. Alle überarbeitet und es gibt immer 3 zur Auswahl. 2, Entschuldigung. Und ja, jetzt mal. Ist ziemlich cool. Also hast halt immer coole Damage. Es gibt 2 verschiedene Gebetarten. Es gibt halt solche Gebete und noch andere Gebetarten. Muss ich gleich mal gucken. Die anderen heißen widerliche Gebete. Das können die auf den Phonasis. Ziemlich cool. Und dann hast du immer ein Gebet zur Auswahl, 2 Gebete, 1 zur Auswahl, was du halt machen willst. Das ist halt eigentlich ziemlich cool. Die konnten auch irgendeine einmal pro Spielfähigkeit, ne? Die haben sie entfernt. Nee, haben sie nicht mehr, ja. Haben sie weggemacht. Dafür haben die halt meistens jetzt immer, dass man alle Pestilenz-Dinge haben, immer so am Ende der Nahkampfphase kannst du den Würfel werfen, auf die 4 plus geht der Gegner D3 tödliche oder so. Ja, also die kannst du auf jeden Fall mit Hackqueens vergleichen. Für 80 Punkte kannst du immer mal mitnehmen für Lückenfüller. Ja. Ja, als letztes haben wir noch dein Drittlieblingsmodell, das Fornace. Mein Lieblings war Monks, mein zweitliebes Katapulten, das drittliebes von Ace. Mhm. Seht ihr, alle meine Lieblingsmodelle in der Top 3 sind alle bei Pestilence. Und der Rest kommt dann bei Nurgle, das wissen alle schon. Oder Beastman. Ach, die hast du ja gesagt. Beastman! Black Freeze auf Blake von Ace. Ja. Eins optisch, eins der tollsten Modelle, meiner Meinung nach. Ich liebe diese Schrottkiste, die über das Spielfeld fährt und mit dem riesen Pestball, der über das Ding wedelt. Super Teil, komplett überarbeitet. Ohne Scheiß, 13 Lebenspunkte, 4er Safe, 5er Retter. Ganz, ganz wichtig, das Ding hat einen 5er Retter bekommen. Dadurch ist das super widerstandsfähig. Jetzt kann man noch dazu sagen, dass alle Einheiten, die Skaven-Flut-Einheiten innerhalb von 13 Zoll auch keinen Battleshock-Test machen müssen. Das heißt, läuft der Kerl, weil er muss mit dem Monks zusammenlaufen. Vorher hat er einen Bonus-Move bekommen. Jetzt kann er sich gar nicht mehr bewegen, wenn keine Monks in der Nähe stehen. Der kann sich nicht bewegen, wenn keine 10 Monks in der Nähe stehen. Oh. Das ist heftig. Das ist heftig, ja. Aber... Ist das bei der Glocke auch so? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, ich habe das natürlich nicht aufgeschrieben. Kann sein. Aber alle Monks müssen innerhalb von 13 Zoll irgendwie nämlich auch keinen Battleshock-Test machen muss. Das heißt, Monks packen, ihn in die Mitte stellen und als kleines Meer übers Spiel laufen. Und den schön mitnehmen. Und dann kommt der Abrissball. Dann kommt der Abrissball und der hat sich ganz schön verändert. Der Abrissball war vorher, dass du einen Punkt wählen konntest und auf die Fieldbus kriegen die das, was auf dem Table steht, vergiss das. Richtig geil, neu. Eine Einheit auswählen, innerhalb von 3 Zoll ein Modell auswählen, das kriegt auf die 2 plus das, was auf dem Damage Table steht. Und das, was ganz oben steht, ist W3 plus 4. Ja. Wenn du gut würfelst, sind das 7, wenn du mittelmäßig würfelst, 6, wenn du schlecht würfelst, 5. 5 tödliche, die einfach ins Gesicht gehen. Sehr stark. 7 tödliche, ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo schon mal gab, dass jemand 7 tödliche aus einer Quelle kriegt. Der flammt dir alles weg. Scarfrod, 8 und dann war es das. Absolut Metal ist 8 tödliche. Ja. Aber sonst. Wahnsinn, Wahnsinn. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ja, was sie noch neu gemacht haben, auch da, Lookout Sir geht nicht mehr. Haben jetzt die Keywords bekommen von Monster. Genau, Monster Keyword bekommen, dadurch geht das nicht mehr. Das Coole ist halt, weiter geht's. Der kann halt noch ein Gebet, 2 Gebete, die halt super stark sind. Eins kannst du halt die Verwundungswürfe alle wiederholen von den Attacken der Pestilenz innerhalb von 13 Zoll. Das heißt, alle befinden sich links und rechts. Die Plague Monks, der steht in der Mitte, dürfen die alle Wundworts wiederholen. Das zweite, was auch geil ist, du kannst nämlich eine Attackenanzahl erhöhen der Nahkampfwaffen. Kannst du auch den Monks geben, die kriegen dann eine Attacke nämlich auch nochmal mehr. Wenn sie chargen, nochmal eine mehr. Mit den 120 Attacken, womit ich den Empire Channel mal zerlegt habe, das kann bald mal locker 200 Attacken werden. Ja. Hast du jetzt schon die Gebete alle gesagt? Die Gebete habe ich gesagt, ja. Alter, du bist viel zu schnell. Das letzte ist noch giftige Dämpfe, das was alle haben. Das heißt, immer giftige Dämpfe ist das, was du machen kannst. Immer innerhalb von 3 Zoll alles testen. Auf die 4 plus kriegen die eine tödliche, bei einer 6 D3 tödliche. Ist immer ganz nett. Dann haben die, wie gesagt, auch noch in die Schlacht geschoben. Das ist das, was ich gesagt habe, dass die eben innerhalb von 10 Monks müssen in der Nähe stehen, damit sich das Teil überhaupt bewegen kann. Aber die Punkte sind, glaube ich, gleich geblieben. Kostet immer noch 220, glaube ich. Ja, kannst du irgendwas beschwören? Krankheitsbeschwörung oder sowas? Ich weiß, was ich mir da aufgeschrieben habe. Seuchenarten, hast du den schon erklärt? Ja, das ist geil. Und das Schönste ist jetzt, was man noch immer dazu sagen muss, es gibt ja auch jetzt eigene
Pestilenz, Generalseigenschaften, eigene Pestilenz, Artefakte, eigene Zauber. Also, die sind auf jeden Fall ganz oben. Die kommen die Wege. Die kommen. Die kommen. Die können die sind auf Turnieren, die werden wir sehen. Die werden wir sehen. Weil den, auch wenn du 40 morgens, wenn die nur einen 6er Safe haben, du musst die 40 Schaden musst du erstmal machen, um eine Einheit umzubringen, die 210 Punkte kostet. 210. Du kannst auf dem Turnier ruhig mal 5 Stück davon stehlen, da hast du gerade mal 1050 Punkte stehen und hast 200 Monks auf dem Feld. Die musst du erstmal weglegen, damit da nichts mehr passiert. Geht natürlich auch hier. Geht auch hier. GW ist sehr clever. GW macht das clever. Aber ja, die haben es auch gebraucht. Ja. Also das ganze Game haben so ein Buch gebraucht, ja, damit die mal nach vorne kommen. Die haben ja auch kein einziges neues Modell bekommen. Das ist die erste Fraktion, die kein einziges Modell bekommen hat. Also Endloszauber und ein Geländestück, was jetzt jede Fraktion bekommt. Genau, das ist auch schön. Finde ich gut. Aber es soll nicht um meine Meinung gehen, geht hier weiter im Text. Ja. Pestilenz? Jo, es hat sich alles verändert. Ja, jedenfalls der Raum. Und unser Outfit. Jo. Mal nur zu kurz in Schale geworfen, ja, Leute, in dem Trivial Pursuit. Kennst du das Quizspiel? Da musstest du immer so Ecken sammeln von den Quizfragen. Das ist ein Scherz. Jetzt machst du noch mal ein Pullover fertig. Nein, alles gut. Das gibt's egal. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Skyrim, klar, ja. Skyrim. Uns war kalt und der Laden ist leer. Deswegen sind wir mal kurz hochgewandert, um das Video fertig zu machen. Richtig, fangen wir an mit den Stormfiends. Stormfiends! Ja. Boah, eine der coolsten Modelle. Ich glaube, die haben wir sogar noch. Die haben es eben noch gehabt, das ist. Machen wir weiter, ich guck mal. Stormfiends, der Dreierblock der großen Skaven. Was sich da verändert hat, ist, die sind ein bisschen genervt worden, und zwar in der Hinsicht. Früher hatte man die Option zu sagen, man baut einfach alle drei, wie man möchte. Genau das hat sich geändert. In einem Dreier-Trupp muss jetzt von diesen drei Waffenoptionen jeder eine davon wählen. Richtig. Das heißt, am Anfang gab es immer diese coole Fernkampfattacke, wo man einfach mit jedem aber zwei die drei tödliche wirft. Warflame. Ja. Das kann jetzt von diesen drei Modellen nur noch halt einer haben. Richtig, und der ist aber wieder Bone Ripper. Und der ist wieder Bone Ripper. Der gibt, der schnetzelt. Das heißt, wenn du auch einen 9er-Trupp spielst und dreimal Warflame, ist das auch trotzdem ganz gut. Das ist ganz gut, aber da hast du auch einen Trupp mit 1200 Punkten. Ja, die sind aber von 290 auf 260 verkürzt. Ach. Also gesunken. Okay. Sind aber immer noch geil, immer noch 6 Leben, 4er Safe-Wurf. Sie haben keinen 5er Retter bekommen, dafür sind sie ja keine großen Modelle genug. Aber. Kannst du kurz mal erzählen? Ja, dann haben sie doch die Nahkampfattacke, die Schockfäuste, was du einem auch geben kannst. Das sind einfach 4 Attacken. Auf die 4, auf die 3, Rapier 1 und 2 Schaden. Allerdings ist das. Bitte anders, wenn du bei denen nämlich einen unmodifizierten Trefferwurf für eine Attacke 6 würfelst, dann macht die nämlich W6 Schaden. Das ist schon mal eine sehr, sehr nice Attacke. Ja, wenn man mal hier die anderen Waffen anguckt, gibt es. W6 Treffer, Entschuldigung, anstatt von einem. Entschuldigung. Wenn du überlegst, hast du ja 4 Stück und willst du davon 2 Sechsen, hast du halt 2 W6 dazu, also dann kommen schon mal ordentlich Attacken, weil am Ende drücken die mit 2 Schaden. Das kann schon ordentlich Gas geben. Ja, und die anderen Waffen kriegen alle hier plus 1 Hit, wie ich das sehe. Wenn die chargen, 1 Hit. Wenn die Einheit aus 10 plus Modellen sind, also sein nicht. Die wollen die Feinde. Ja. Und was cool ist, die haben eine neue Fähigkeit bekommen, das was zum Beispiel auch die Blight Kings haben. Die haben eine Variation bei dem Champion, weil der hat nämlich statt 6 Leben 7. Das heißt, wenn man dadurch ein Lebenspunkt mehr aushalten kann, bis man das erste Modell verliert, ne, bekommt man nämlich erstmal nur 6 Schaden. Stirbt ja noch nicht ein Modell, sondern man kann auch einmal einen Lebenspunkt stehen lassen und lässt dann einfach den Champion als erstes sterben. Das ist halt ziemlich cool. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, bei denen ist das jetzt sehr interessant, nämlich welches Modell stirbt man. Weil man ja bei drei Modellen jede Waffenoption nur einmal hat, muss man dann klug denjenigen sterben lassen, mit dem man wahrscheinlich am nächsten Zug nicht mehr so viel machen will. Mal was ganz Neues, weil ansonsten hat man ja nicht dieses coole variable Gameplay, weil man teilt ja einfach irgendeinem zu, der weit hinten steht oder so. Beim Stormfiends ist halt dadurch sehr, sehr wichtig, wer stirbt, weil dann kann man nämlich überlegen, wen braucht man gleich mehr, die Nahen oder Fernkämpfer. Ziemlich cool. Clan Skyrim, was gibt's noch? Arch Warlock. Der Arch Warlock. Von 140 auf 160 erhöht worden. Aber mit Abstand das einzigste Scape-Modell, was einen 3er Safe-Wurf hat. Da komme ich immer noch nicht drüber klar. 3er Safe-Wurf als Game. Ja. Als kleine Ratte mit, keine Ahnung, wenn es Fantasy-Zeiten gewesen wäre, Widerstand 2,6. Und jetzt ein 3er Safe-Wurf, der steht. Ja. Ist nämlich ein Zauberer mit einem 3er Safe-Wurf für 160 Punkte. Genau. Und die Waffe und den Zauberspruch kann man mit Risiko erhöhen, also den Schaden. Wie und alles er hat geben. Wieder zwei Zauber. Ein Zauberer mit einem Dreier-Save und zwei Zauber. Jawohl. Archelock kann auch zweimal zaubern. Super stark. 160 Punkte, zweimal zaubern.
Und die Warpfire Gauntlet trifft jetzt auf die 2+, anstatt automatisch. Naja. Naja. Spielt man aber eigentlich nur, damit aushält und zwei Zauber machen kann. Richtig. Als nächstes der Warlock Engineer. Ist bei 100 Punkte geblieben. Die Zaubermechanik haben sie, wie gesagt, ein bisschen erhöht, dass man Schaden, aber auch ein bisschen Risiko eingegangen. Das ist cool, ne? Den ganzen Gelben kann man jetzt ein bisschen Risiko erhöhen, um Damage Output zu erhöhen, aber vielleicht auch das Risiko einzugehen, dass man selber Damage kassiert. Aber coole Mechanik, passt also Skaven-mäßig, so jetzt gebe ich Vollgas, lass krachen Jungs und dann jetzt ein Schuss nach hinten sein. Aber ist cool. Genau. Als nächstes haben wir die Weapon Teams. Oh, die Weapon Teams, die kleinen, richtig coolen Viecher. Das sind immer so zwei Männchen auf einer Base, die zusammen über das Spielfeld schießen. Da gibt es zum Beispiel. Genau. Vorher war das so, wenn du die überlastest, haben die, glaube ich, W3 tödlich bekommen. Genau. Jetzt sterben die, glaube ich. Jetzt sterben die direkt. Aber sie sterben unwahrscheinlicher, glaube ich. Bei denen war es irgendwas Cooles. Ich nehme mal einen als Beispiel nehmen und so. Ja, wir nehmen uns mal einen als Beispiel. Und zwar nehmen wir einfach mal irgendeinen, den wir finden. In dem coolen Buch. Die Rattling Guns zum Beispiel. Die Rattling Guns, dann nimmst du aber auch gleich mit die coolsten raus. Wie immer, weißt du doch. Immer das Beste oder nichts. Rattling Guns sind richtig geil geworden. Nur davon ab, mit dem Sterben muss man gleich nochmal gucken. Aber richtig geil. Rattling Guns wird auch in Dreiergruppen gespielt. Kann man spielen. 12 Reichweite, 12 Zoll. 2W6 Schuss auf die 4, auf die 4. Wucht, minus 1 und 1 Schaden. Leute, aufpassen. Jetzt geht's los. Bevor du den Attackenwert ermittelst, darfst du diese zwei Würfel werfen, kannst du nämlich sagen, wenn du einen Pasch würfelst, stirbt das eine, stirbt das Modell. Das heißt, würfelst du 2-6, ist halt das Modell tot. Aber du kannst nämlich auch ohne dieses Aufmotzen spielen, dann schießt du einfach mit ganz normal 2-6. Würfelst du aber nämlich und du motzt auf und du würfelst keinen Pasch. Du würfelst 6 und 5 beispielsweise, was eine 11 ist. Das ist ja schon das Maximum. Das ist das Maximum. Und das wird, wenn du auflädst, wird der Wert der Attacken verdoppelt. Dann schießt dieses eine Modell, was wir gerade gesagt haben, mit 11 statt mit 11 Schuss, mit 22 Schuss auf die 4, auf die 4, Wucht minus 1, ein Schaden und du kannst daneben in meiner Bubble stehen, dass du alle Hit-Rolls wiederholen kannst. Und dann schießt du mit einem Modell, nochmal, mit 22 Schuss auf die 4, alles wiederholen, auf die Wunden, zwar auch nur auf die 4, aber Wucht minus 1, ein Schaden und du kannst ihn einfach auch bloppen lassen irgendwo, ne? Durch diese coolen neuen Game-Fähigkeiten. Das Ding kostet 80 Punkte. 80 Punkte, einer. Ja. Der Warp Grinder 80 Punkte, Warp Flamer 70 und die Doom Flayer 60. Da kannst du ein Ding, man muss ja nochmal dazu sagen, wenn du irgendwo bloppen lässt, muss man ja 9 Zoll Abstand vom Gegner halten. Das ist diese coole Fähigkeit, was alle haben mittlerweile oder sehr, sehr viele Armeen. Und da die eine 12 Zoll Reichweite haben, reicht das. Irgendwo hochkommen und rattern, was das Zeug hat. Ich glaube, der Warp Flamer hat nur 8 Zoll. Ne? Also, ihr könnt es zum Beispiel nicht bloppen lassen und schießen. Nee. Außer man spielt das Battalion, glaube ich, von denen. Da kommt man ja sogar noch aber mehr. Aber die Rattling Guns. Ganz, ganz große Gewinner von dem neuen Battletome. Ganz, ganz große Gewinner. Dann haben wir die Sky Acolytes. Die Acolytes, das sind diese coolen, ich glaube, die sind aus Resin. Oh. Das sind auch so ganz alte Modelle, die so kleine Giftkugeln werfen. Das ist so. Hat halt jeder von denen eine Attacke, spielt man in 5er Blocken, auf die 4, auf die 4, Rent minus 2 und W3 Schaden. Aber sie können halt immer rennen und schießen. Genau, rennen und schießen und sie kriegen plus 1 auf den Hit, wenn sie jemanden angreifen, der 10 oder mehr Lebenspunkte hat. Diese Gaswolken, das haben sie eigentlich immer. Also es gibt dafür nicht viel zu sagen, haben wir nur einen Lebenspunkt und einen 6er Safety, die gehen schnell. Auch ganz neu, der Bausatz von der Warp Lightning Cannon, dieses Katapult, gibt es ja nochmal als so einen Schussstrahl, das war früher eigentlich nicht so cool, weil da hat man nämlich einfach eine Zahl gewürfelt und dann hat man geguckt, wie viele Würfel sind genauso wie der und der macht dann einfach jeweils eine tödliche. Das ist jetzt umgeändert, jetzt ist es so, dass man immer noch einen Würfel wirft. Beispielsweise wirft dann wirft einen W6 und hat eine 3 gewürfelt. Danach wirft man eben 6 Würfel und guckt, wie viele davon 3 wieder mehr sind. Für jeden Wurf, der drüber ist, macht man dann eine tödliche. An dem Beispiel, man würfelt eine 3. Danach würfelt man 6 Würfel, man würfelt jede Zahl einmal, wird das dann direkt mit diesem Schuss 4 tödliche machen auf 24 Zoll. Ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn es aber nicht noch zusätzliche neue Skaven-mäßige neue Fähigkeiten gäbe, weil du kannst nämlich sagen, dass das Modell nämlich genauso aufgeladen wird. Und wenn du auflädst, dann darfst du nämlich anstatt 6, 12 Würfel werfen bei der Ermittlung, wie viele tödliche du machst. Das heißt, würfelst du dann beispielsweise, wir machen jetzt aber mal ein bisschen Extremfälle, würfelst du eine 1 und du wirfst danach 12 Würfel, was passiert dann, Manuel? Dann rumpelt 12 Würfel. Ein Knaller ist richtig. Ja, aber es muss ein Warlock-Engineer in der Nähe stehen. Ne? Genau, innerhalb von 3 Zoll, damit aufgeladen werden kann. Das Gemeine bei dem Modell ist, dass wenn du eine 1 würfelst bei diesem Schuss, bei einer 1 macht es halt immer noch selber W3 tödliche.
hat man natürlich dann 12 Würfel geschmissen. Da sind ein paar Einsen dabei, du. Dann sind die 8 Lebenspunkte. 8 Lebenspunkte ist auch richtig viel für so ein Modell, finde ich. Können dann auch schnell weg sein. Rucki zucki weg. Ne? Rucki zucki dann weg. Wenn es mal rucki zucki schnell tot. Aber das kann aber auch austeilen, du. Alter. Das teilt aus. Das muss kein Hitwurf, kein Verwundungswurf sein. Nein, das geht das direkt durch. Das ist die Chimäre in Light. Chimäre in Light. Oder besser. Ja, in besser. Ah, weiß nicht. Besser nicht. Aber keiner ist besser als die Chimäre. Beastman. Nee, ist geil. Geiles Modell. Also kann man auf jeden Fall spielen. Früher war es scheiße, jetzt ist es cool geworden. Cool geworden. Richtig, also kann sehr, sehr stark sein. Ja. Das, was Riesenvorteil ist, einfach, muss man wieder sagen, 24 Zoll, du brauchst kein Achtung, Sir. Irgendwelche kleinen Zauberer, die links und rechts stehen, irgendwelche Charaktermodelle, die hinter den Modellen stehen, anvisieren, bam, drum, dran, drauf, keinen Hitwurf abziehen, fertig. Einfach tödliche reinknallen. Ja. 3 Zoll Move, muss man vielleicht sagen, man muss sich schon am Anfang richtig gut positionieren, oder? Ja, gut, muss man. 24 Zoll ist halt. Ist okay. Ordentlich. Kann man Gas geben. Jo. Ja. Als nächstes haben wir das Todesrad. Todesrad, auch neu, überarbeitet Roskoll. Ja, von 120 Punkte auf 160. Richtig geil, weil wir jetzt die Goblins ja gemacht haben. Random Movement, das hat das Rad nämlich auch, weil das befähigt sich 4W6. Ja. Ziemlich coole Anzahl. Attacke kann man auch verdoppeln mit Risiko. Genau, hat W6 Schuss, hat dann 2W6, macht auch 3-3, Rampions 1, W3 Schaden. Richtig. Nicht schlecht. Und kann über Modelle drüber bewegen, das ist die Hauptfähigkeit. Richtig, konnte vorher, macht das nur bei einem Schaden, genau. Jetzt macht es auch mehrere. Auf alle, wo du drüber fährst oder wo du dich am Ende deines Movements innerhalb von 1 Zoll bewegst, auf die 2 plus kriegt diese eine W3 tödliche. Klug positioniert, W6 Movement. Pui, da kann es auch mal richtig knallen. 4 W6 Movement. Ja, ist auch gut, mal 14 Zoll im Durchschnitt. Das Ding rollt. Bergab. Noch eine Runde schneller. Ja, als nächstes haben die Jessels. Jessels haben sie verändert, dass jetzt die tödlichen auf unmodifizierte Hitwürfe. Oder so wie es ja auch jetzt überall gang gäbe, ist überall immer unmodifiziert. Aus zweierlei Hinsichten, damit man selber nicht pushen kann und der Feind es nicht runter pushen kann. Man muss aber auch wirklich sagen, dass man mit verschiedenen Synergien, die vorher wirklich auf die 4 plus auch runtergeknallt hat. Und dann hat das geknallt. Die waren vorher mächtig. Jetzt finde ich, für 140 Punkte kriegt man glaube ich 3 von denen und jeder hat nur einen Schuss. Hm. Aber auch 30 Zoll, ne? Nicht 30 Zoll, ja. Wenn es keine tödlichen macht, macht es nur 2-2 Damage. Also. Aber ein Attack auf die 4. Und wenn dann Lookout 2 auf die 5. Nee. Da wird aber das Fuß vom Gas. Ja. Da wäre ich vorsichtig. Finde ich nicht mehr so gut. Das war's von Clan Sky. Da könnt Clan Sky, können sagen, wir noch auf die Treuefähigkeiten kurz eingehen. Clan Sky hat ja auch eigene Treuefähigkeiten. Ist ziemlich cool. Die hatten das vorher auch schon. Die sind diese coole Warpstein-Funken. Und dann darfst du am Anfang ein W3 werfen und plus 3 addieren und das ist die Anzahl, wie viel Warpsteinfunken du in der Schlacht einsetzen darfst. Ja, und du darfst nur pro Phase einnehmen. Du darfst pro Phase nur einnehmen, genau. Ja. In der Heldenphase kannst du, was habe ich mir aufgeschrieben, einen auf den Cast geben, glaube ich. Ja. Und wenn du eine 1 würfelst, kriegt der D3 tödliche, kann das sein? Du kannst bis zum Ende der Zauberphase jeden Zauber, Auflösungs-, Bannwurf wiederholen. Und wirf am Ende der Phase einfach einen Würfel. Wenn du eine 1 würfelst, erleichterst du W3 tödliche. Das ist einfach, weil du den Stein genutzt hast oder diesen Funken, wirfst du einfach immer danach noch einen Würfel. Wenn du eine 1 würfelst, kriegst du einfach W3 tödliche. Bei 2 bis 6 passiert aber gar nichts. Das ist eigentlich ganz cool. Du kannst in der Nahkampfphase, Zauberphase, Fernkampfphase, kannst du immer so einen kleinen Push raushauen, um ein bisschen noch zu drücken. Fernkampfphase ist aber was anderes, ne? Fernkampfphase ist anders. Da kannst du 3 verschiedene Einheiten innerhalb von 13 Zoll zum Skyrim Hero und kannst einen auf den Damage drauf machen von den Fernkampfwaffen. Denkt mal wieder zurück an unsere Rattling-Jungs. 22 Schuss, ein Modell, plus 1 auf dem Damage, 2 Damage. Hört aber auf, die fiesen Kompos jetzt schon zu sagen. Verdammt noch. Dafür machen wir doch das Review. Ja. Und in der Kampfphase kannst du Trefferwürfe wiederholen für Skyrim Heroes. Mhm. Wie heißt das? Skyrim. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, jetzt haben wir einen Hund im Bett. Skyrim. Dann haben wir als letztes Clan. Nein, das vorletzte. Entschuldigung, Clan Mulde. Ja. Mulde. Da haben wir als Treuefähigkeit, bevor es losgeht, darfst du, bevor entschieden wird, wer den ersten Zug hat, darfst du eine Mulde-Einheit wählen. Und die kriegt plus 3 auf dein Leben. Jawohl. Statt D3. Oder du nimmst D6 statt D3. Ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Nee, du kriegst W3, addiere W3 zum Mundwert jedes dieser Modelle, würfel jedes Modell einzeln. Also es kann, das ist so eine Kampfbestie, ne? Die kannst du wählen. Und
Du kannst halt dann sagen, die kommt B3 und darfst du für Attacken mit Nahkampfwaffen durch dieses Modell Trefferwürfe von 1 wiederholen. B3 Lebenspunkte mehr, Trefferhitwurf von 1 wiederholen für jede Bestie. Nicht so schlecht. Nicht so verkehrt. Wieder was anderes aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du bei Mulder geguckt hast. Ist ja nicht. Was gibt's bei Mulder Cooles? Sag lieber die Einheiten, das kannst du besser. Danke. Master Mulder. Ja. Neue Warscroll komplett. 100 Punkte. Ja, wo ist er? Master Mulder. Ich bin mit Mulder, ehrlich gesagt, mich noch niemals mit beschäftigt. Ja. Ich muss der Master Mulder sein. Oder dass alles kommt. Das ist aber echt besser. Master Mulder. Kleines Modell, 5 Lebenspunkte. Plus 1 auf Trefferwürfe dazu in dir auf befreundete Mulder-Einheiten, Mulder-Meute. Und die müssen den Mutwert bekommen, sie verdoppelt innerhalb von 12 Zoll. Und der heilt auch, ne? Und du kannst, genau, jedes Modell innerhalb von 3 Zoll W3 heilen, ein Modell, Entschuldigung, innerhalb von 3 Zoll in der Heldenphase einfach so um W3 heilen. Kannst du natürlich auch auf dich selber machen. Und die Befehlsfähigkeit ist auch sehr stark. Ja, ist ein Port, ne? Ja. Darfst du eine Einheit aufstellen in das Territorium, ja. 6 Zoll. Was man auch noch erwähnen sollte, guck mal die Reichweite der Waffen an. Für so ein kleines Ding. 3 und 2. Weil da so eine riesen Peitsche, ja, so Peitsche, ja. Ja, sehr aber stark. Ist nichts Spektakuläres. Nein. Aber kann man spielen. Packmaster. Kleine Einheit. 2 Lebenspunkte, 6 Schutzwurf. 60 Punkte, ja. Aber die haben nur ein Ziel und zwar peitschen die Maul der Meute nach vorne, weil durch die kriegen die nämlich die in der Nähe von den Packmastern plus 1 auf die Hitwalls und natürlich wird der Mutwert von denen nämlich auch verdoppelt. Ja, also ja. Sind so kleine Synergien, die laufen immer so zusammen raus und peitschen die und schlagen die und erhöhen die Hitwalls. Und Waffenoptionen haben sie da ein bisschen verringert, waren glaube ich vorher mehr. Aber darum geht es eigentlich nicht. Also das sind eigentlich nur so Hängsel, die hängen mittendran und helfen, unterstützen ein bisschen. Ja, Rattenoger. Rattenoger. Sind bei 100 Punkten geblieben. 100 Punkte geblieben, 4 Wunden, 5er Safe-Wurf, klingt so wie Ogre. Ja. 4 Attacken auf die 4, 3 Rand minus 1, 2 Schaden, da kannst du schon mal wuchten. Wichtig ist aber genau, wenn du eine 6 würfelst. Ist jetzt unmodifiziert, statt nur. Genau, ist unmodifiziert auf die 6 mit den Klingen. Dann machst du nämlich 2 Treffer anstatt von einem. Ne? Spielt man mal so einen Dreierblock Rattenoger, hat man 12 Attacken, für jede 6 kriegt man halt statt einem Treffer 2 dazu. Cool, groß, ne? Ja. Damage Output, aber. Ist okay. Kann man mit arbeiten. Ja, dann riesige Ratten. Rattenschwärme sind das bestimmt. Giant Rats. Giant Rats, genau. Ja, das ist so ein kleiner, also so eine kleine Base früher, wo so ein Haufen Ratten drauf waren. Das sind das einzelne Modelle mit einem Lebenspunkt und ohne Safe-Wurf. Richtig, und bei denen ist halt cool, dass der Hordenbonus die Reichweite der Waffen erhöht. Wenn sie 10 oder mehr haben, berechnet die Reichweite ihrer Zähne 2 statt 1. Wenn eine Einheit 20 oder 3. Das ist cool. Das ist eigentlich das, was ich mir immer so bei Speeren gewünscht habe. Ja, so spielst du viele Speerträger, eine höhere Reichweite ist eigentlich ganz cool. Spielt mal 30 Giant Rats, haben die halt auch eine Range von 3 mit ihren Waffen. Das heißt, sie können aus dem dritten Glied angreifen. Ja, und 60 Punkte kosten. Zu sagen. 60 Punkte kosten, glaube ich, 10 und 200 dann. Haben aber auch keinen Safe-Wurf. Also, oh, die haben keinen Safe-Wurf? Nee. Move ab. Dreier Bravery. Wenn da nicht was richtig steht, dann flieht alles weg. Also da hinten, 10 tot, 40 laufen weg. Ja, Rattenschwarm, das meine ich, dass so eine Base und voll gefüllt mit kleinen Ratten. Also da muss man wirklich sagen, von 110 auf 60 Punkte verringert. Ja, die sollen ja spielbar werden. Beim St. Augustin hat da einer, ich will nicht lügen, 60 bis 80 gespielt oder so. Von den Bases. Das sind Bases voll mit Ratten. Ja. Hat der 7000 Ratten angemalt. Nee, weil das ja genommen hat, der von dem Plague Monks, da gibt es so kleine Ratten, die du auf Bases machen kannst, der hatte die genommen und hat die da drauf gemacht. Die habe ich sogar noch einen Haufen, weil die Plague Monks noch habe. Mega cool. Sehr cool, also eine Base mit denen hat auf jeden Fall 5 Attacken auf die 5 auf die 5. Du kannst so Einheiten. Also du kannst wieder hinzufügen, ne? Richtig. Wenn was getötet wurde, also wenn sie was umgebracht haben. Auch kein Safe-Wurf, 4 Lebenspunkte, nichts Wichtiges. Als letztes haben wir noch die Hellpit. Noch ein großes Monster. Ja. Das ist zum Beispiel eine von diesen Kampfbestien. 12 Lebenspunkte, 5er Safe, Bewegung ist auch random mit 2W6. Ja, die haut schon gut zu. Was sie geändert haben, ist wie beim Slanish-Streitwagen, dass du jetzt auf 3 Zoll jede Einheit, glaube ich, statt 1 ja. Zoll. Beim nach dem Charge Roll. Ja. Genau. Und wenn du gecharged hast, dass man so richtig Feuer gibt. Und der kann Magni ignorieren, glaube ich. Das Coole ist halt, ja. Auf die 4 Uhr das letzte. Genau, ignoriert dann den Zauber. Aber cool ist, zu abscheulich für den Tod, wenn das Ding nämlich stirbt, wirfst du einen W6. Und das ist ziemlich cool, dann bei 1 bis 2 stirbt das Modell einfach so.
und bei 3 bis 4 beispielsweise leidet jede Einheit in der Nähe von 3 Zoll um dieses Modell sofort W3 tödliche. Ja, kann ja sein, aber diese Fähigkeit allgemein ist ziemlich cool, weil die letzte ist die beste. Das Modell lebt und es gibt W6 Verwundung wieder zurück. Die Leute wollen doch nicht neue Sachen, sondern nicht die alten. Neue Sachen. Ja. Dann machen wir mit dem Deathmaster weiter. Oh, bevor der Deathmaster ist, müssen wir auch sagen, dass es der letzte Clan ist. Clan Eshin. Eshin. Eshin Grey. Davon kommt das. Verstehst du? Sagt er von der Farbe. Ja, alle Farben haben besondere Namen aus dem Spiel. Eshin. Da ignoriert er mich einfach. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Eshin Grey. Wenn deine Armee Eshin Grey Helden enthält, darfst du zu Beginn der ersten Schlachtrunde, bevor entschieden wird, welcher Spiel den ersten Zug hat, pro Clan Eshin Held in deiner Armee einen feindlichen Helden wählen. Du darfst in dieser Schlacht für Attacken befreundeter Clan Eshin Einheiten, die diesen Helden zum Ziel haben, von uns wiederholen. Da spielt man 3 Helden, wählt man 3 feindliche Helden aus und gegen die darf man alle Verwundungswürfe wiederholen. Nicht verkehrt. Das ist aber der Clan Eshin, so diese Night-Jungs, ne? Die Nightstalker, Gutterrunners und Deathmaster. Gibt es da was Neues bei denen? Eigentlich nicht viel. Ey, da musst du mal gucken. Ist auch nichts. Also, alles gut. Ich glaube, das ist auch der schlechteste Clan. Ich glaube, das wird am wenigsten gespielt. Ja. Ja. Fazit, oder? Wollen wir noch ein bisschen auf was sagen? Cool ist auf jeden Fall noch, dass sie auch neue Endspells bekommen haben. Davon sind auch ein paar ziemlich heftige dabei. Könnte ich mal die Brustschuld und ein Geländestück. Die Endspells konnte ich mal durchlesen. Sind ein paar coole Sachen dabei. Damit kann man gut arbeiten. Ganz neu ist natürlich auch das Geländestück. Dieses coole Skaven-Loch. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Das hat eine coole Bezeichnung. Hattest du denn schon gesagt, dass die Kommando-Trades, es gibt 3 allgemeine und dann hat jeder Clan nochmal 3 einzigartige. Das hattest du gesagt. Mhm. Okay. Knarrhaul nennt sich das. Ist so ein hübsch abgebildetes hier von diesen Dingern. Das sind einfach in einem Zielen 3 Stück dazu. Davon bekommt man 3 Stück. Und damit kann man im Spiel auch hin und her gehen und runter und hochporten. Das ist coole Fähigkeit. Das neue Gelände drin ist Game. Jede, egal welcher Clan. Game Flut, ja. Und du kriegst halt, wenn du in der Nähe bist, kriegst du plus 1 auf den Zauber. Auf Zaubern. Und Bann. Und die Priester dürfen, glaube ich, auch ein Gebet um 1 erhöhen. Was ich halt ganz cool finde, dass der Gegner das tödlich ist. Genau, und innerhalb von 1 Zoll, ne? Wenn du da jedem Renzer charge, musst du, kriegst du auf die 1 Meter tödliche. Ist okay, kleine 3 Gebäude, kannst du hinstellen. Kannst du erstmal dem Sylvanet, alle Filvanet, alle Wälder blockieren. Bitte ausbreiten. Richtig, richtig. Cool. Also, was auf jeden Fall in diesem Buch noch sehr, sehr viel ausmacht, neben den ganzen Bataillonen, könnte ich mal durchlesen, gibt es coole Sachen. Ist aber auch noch genau die Möglichkeit, die du eben angesprochen hast, weil du bekommst unendlich viele Möglichkeiten, was die Generalseigenschaften plus Artefakte und sowas angeht. Also die treuliche Fähigkeiten sind viel, gibt es allgemeine für jeden Clan, so ist das dann bei den Generalseigenschaften auch. Da gibt es für jeden Clan gibt's eigene Generalseigenschaften, jede Artefakte, die du aussuchen kannst. Dafür gibt es auch zusätzliche Zauber für die großen Vermin Lords, die können sich dann aussuchen. Und da gibt es noch Artefakte, glaube ich, für Skyrim-Zauberer extra. Wir machen hier nochmal ein richtiges Analysentool, wenn wir mal sagen, wir gehen mal ein, gucken uns mal so eine harte Turnierliste an, die härtesten Kombos, das folgt nochmal nach, wir müssen sich erstmal ein bisschen mehr damit beschäftigen als 2-3 Tage. Aber, als kleines Fazit, Manuel, was denkst du? Die haben Power. Die kommen. Das glaube ich auch. Also die Skaven wird man jetzt, die kommen jetzt aus ihren Löchern gekrochen, die Skaven-Spieler. Die holen diese Kisten, die ganz verstaubt unten im Keller neben den richtigen Ratten, holen die jetzt dann die Spielratten raus. Und weil die Blutinselbox. Und die, genau, die Jungs aus der Blutinselbox, die freuen sich jetzt. Da sind auch coole Waffenteams dabei und Rattenorga, wir haben auch eine, fällt mir gerade ein. Jawohl. Die kommen, Skaven. Also da gibt es viele coole Möglichkeiten. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch zeitnah auf dem Battle Report Pestilenz mal zeigen mit den Mechaniken. 1000 Punkte Spiel, schauen wir mal. Haben wir Skyler nicht auch noch ein bisschen was? Skyler haben wir auch. Wir haben jetzt einiges mal zum Zeigen. Wir versuchen mal ein paar einzelne Clans raus. Ich glaube eigentlich, dass wir bis auf Clan Eshin alles mal für 1000 Punkte mal ausprobieren können. Einfach mal um die verschiedenen. Haben wir auch. Ehrlich? Klar, wir haben alles, die Leute. Sehr gut. Gucken wir einfach mal. Und wir haben auch noch begeisterte Skaven-Spieler auch hier bei uns in der Community, dass wir die mal auch mal hier an den Tisch holen. Die sollen ihre Skaven mal zeigen. Das sind echt auch schöne Modelle schon immer gewesen. Schade, dass sie halt keine neuen Modelle bekommen haben, aber Funko. Nein. Ganz ehrlich, die waren vorher auch schon von den ganzen alten Classic-Armeen wirklich noch, die wirklich tödliche Wunden rausgepratzt haben, die wirklich noch ein bisschen mitgehen. Aber jetzt? Jetzt werden die Biscuits ganz. Es wird auch spannend, auf jeden Fall auch, wie sich auf der Turnierszene die Skaven-Spieler da jetzt mal etablieren.
Auf jeden Fall ist sehr viel Potenzial da, sehr viel risky, ist auch cool, passt ins Game, Playstyle, ein bisschen voll aufs Ganze gehen, raushauen, versuchen, weil die können aber rotzen. Die können geben. Die ja. können rotzen. Sehr gut. Da gehen die Modelle, können beim Gegner schnell weggehen. Schön. Also, ich finde es super toll. Vielen Dank, Games Workshop, für dieses tolle Battletome, die kleinen Clans zusammengepackt in einem Buch. Jetzt fehlen noch die Hochelfen, dann die Free People und mit Petronen zusammen. Zwerge. Die normalen Zwerge, ich glaube, die fallen ganz runter. Alle gibt's. Da gibt es nicht mehr viel. Dadurch, dass die Overlords haben und Fireslayer, glaube ich, dass da nicht mehr viel kommt. Aber Hochelfen fehlen auch, glaube ich, für den Battletome und die Menschen. Also sag niemals nie. Sag niemals, kann ja alles noch kommen. Gibt ja auch. Also es ist ja viel angekündigt, das wird mal Zeit für ein neues Video, für einen neuen Buschfunk. Viel angekündigt. Wir beschäftigen uns mit den Skaven. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen, dass wir mal ein bisschen Einblick gemacht haben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr selber geile Sachen rausgefunden habt. Schreibt euch hin. Redet mit uns, wir reden gerne mit euch. Was ihr so rausgefunden habt, dann probieren wir das auf jeden Fall auch zeitnah in einem Battle Report aus und dann machen wir mal eine richtig knallharte Taktikanalyse. Ja. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, ne? Und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao.